Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du dort was wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, ich habe eine neue Map für euch. Beziehungsweise wurde hier nur, was für das Illegale hinzugefügt. Ja, so eine Art Labor haben wir hier auf jeden Fall am Start. Ja. Genau. Dazu sagen wir mal nichts. Ja, so ein kleines Versteck, wo man dann Meth kochen kann oder... Ja. Ne? Gut, ich würde sagen, wir kommen zur Installation. Und ich zeige euch nochmal kurz, wo das Ganze hier dann ist. Am Hotel natürlich, sollte eigentlich jeder kennen. Und ja, genau. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und entpacken. So, wenn wir das heruntergeladen haben und entpackt haben, dann müssen wir das Ganze nur noch hier einmal kopieren. Ne? Gehen dann in FileZilla, gehen in die Server-CFG. So, ziehen das Ganze hier rüber und dann sagen wir einfach hier Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen ein, damit auch die Map gestartet wird. Speichern. So, als nächstes gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner hier in den Resource-Ordner rein. Jetzt nur noch Server neu starten und ihr habt ja das erfolgreich installiert. Ja, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao.